Hallo zurück und willkommen zu einer weiteren Folge. Diese weitere Folge wird gleichzeitig auch die letzte Folge sein, Freunde. Wir sind am Ende unserer Serie Good Luck 2021 angekommen. Jetzt schauen wir mal, was denn die letzte Folge sein wird. Wir haben jetzt Wonderland und Theme Park abgearbeitet, Nice Catch auch. All diese Module haben wir auch schon abgearbeitet, die hier unten auch. Und es bleibt nur noch übrig, Sound Assistant. Das ist das Abschlussmodul dieser Serie. Sound Assistant, eine sehr, sehr geniale App, beziehungsweise auch ein sehr geniales Modul. Wir gehen die einzelnen Schritte von oben nach unten durch. Wir haben hier Theme für Lautstärke-Panel. So, was heißt denn das? Es ist gerade aktiv, jetzt ist es deaktiv. So sieht es standardmäßig aus, wenn ich die Lautstärke verändere. Also, es fliegt von rechts rein. Wir können natürlich hier das Gerät auf lautlos stellen oder noch System-Lautstärken ändern. Ne? Einstellungen, Töne, Medienlautstärke. Aber so sieht es einfach nur aus zurzeit. Nochmal. Genau, so sieht es aus und das können wir jetzt anpassen. Wir aktivieren das und klicken einmal rein. Und jetzt seht ihr schon, dass wir das Layout und die Farbe anpassen können. Layout ist einfach nur, ob es rechts oder links erscheint. Zurzeit ist es ja rechts. Sagen wir einfach mal spaßeshalber links. Wenn ich jetzt die Lautstärke verändere, seht ihr schon, es fliegt von links rein. Genau. Jetzt kommen wir noch zur Farbe. Jetzt haben wir hier ja, 9 Vorschläge von Samsung direkt. Und haben direkt eine Vorschau. So wird das Ganze aussehen. Das ist schön. Das würde ich jetzt verwenden. Schritt zurück. Und man kann aber auch die Position ändern. Das heißt, ich habe jetzt gesagt links, ja, schön und gut, aber ich kann hier drauf drücken auf die zwei Pfeile. Nochmal, ich war zu spät. Gedrückt halten und ich kann es verschieben. Es kann entweder ganz unten links oder ganz weit oben auftauchen. Lassen wir es mal rausfliegen. So. Und ihr seht jetzt, es fliegt ganz oben rein. Warum auch immer, aber es ist möglich. Ist auch schön. Kann man so anpassen, wie man will. Genau, das war das Theme. Jetzt die Medienlautstärke-Steuerung. Das ist eigentlich nur ein An- und Abwählen. Das heißt, wenn ich das jetzt deaktiviere, dann seht ihr schon die Beschreibung mit den Lautstärketasten, die Medienlautstärke anstelle des Klingeltons steuern. Das heißt, jetzt steuern wir zurzeit die Lautstärke des Klingeltons. Ja. Beziehungsweise der Benachrichtigung. Wenn ich das aktiviere, steuere ich jetzt die Medienlautstärke. Das heißt, wenn ich Musik höre über Apple Music oder Spotify oder halt einen Film mir anschaue. Genau, das ist cool. Individuelle App-Lautstärke. Ich habe hier zwei reingepackt. Das heißt einfach nur, ich kann jetzt einstellen. Ihr seht es, Apple Music auf 100%. Rate ich niemandem. Das ist jetzt einfach nur zur Darstellung für dieses Video. Wenn ich Apple Music starte, wird die Lautstärke automatisch auf 100% hochgejagt. Und dann habe ich noch eine weitere App, das ist Clash Royale. Diese App ist, ja, gibt beim Start einfach einen Startton raus, sodass eigentlich jeder in der Umgebung mitbekommt, dass ich oder dass irgendjemand anderes gerade Clash Royale gestartet hat. Will ich nicht, ist manchmal störend und unpassend, von daher sage ich, wenn ich diese App starte, wird kein einziger Ton ausgegeben. Können wir ja mal testen. Also zurzeit ist die Lautstärke bei... Ja, wir setzen es mal auf die Mitte. Und wenn wir jetzt Apple Music starten, dann müsste die Lautstärke auf 100. Gucken. Na, hat nicht geklappt. Warum auch immer. Oder wenn wir Clash Royale starten... So, schon mal kein Ton. Und die Lautstärke ist aber runtergegangen. Die ist runtergegangen, auf jeden Fall. Genau. So, dann gehen wir zurück in das Modul. Dann haben wir Medienverhaltensmodus. Wir wählen das mal ab und haben wieder eine Beschreibung.
Wenn Ihr Telefon auf Vibrieren oder Stumm festgelegt ist, wird die Medienlautstärke ebenfalls stumm geschaltet. Ah, okay, das ist gut. Das heißt, die Lautstärke passt sich dem Tonmodus an. Jetzt sind wir im Laut, also im Standardmodus. Und wenn ich jetzt im Vibrationsmodus bin, dann dürften die Medien auch, genau, seht ihr es? Medienlautstärke ist komplett runtergegangen. Sehr gut. Hier haben wir die Möglichkeit, die Feinjustierung einzustellen. Passt mal auf. Jetzt würden wir quasi in 10er Schritten hochgehen oder runtergehen. Guckt mal. Hier oben sehen wir die Wertanzeige. Also den Wert 40, 50, 60, 70, 80 oder eben wieder zurück 70, 60. Also 10er Schritten. Und wenn wir das jetzt nach links bewegen, den Schieberegler, jetzt werden wir 2er Schritte haben. Man kann es sogar auf 1er Schritte festlegen. Wow. 62, 64, 66, 68. Boah, da drückt man sich ja echt einen Bruch oder man hält es halt gedrückt. Aber ihr merkt schon, man kann wirklich dann ganz, ganz fein die Lautstärke abstimmen. Vor allem nachts kann ich mir das gut vorstellen, wenn man neben dem Partner liegt und sich einen Film anschaut und es dann aber wirklich nur auf 2 oder 4 bringt, sodass man selbst quasi nur ganz sanft bestrahlt wird. Ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich belasse es jetzt mal bei den 10er Schritten. So, dann können wir unser eigenes Vibrationsmuster erstellen. Ihr seht es, für Anrufe, für Benachrichtigungen. Entweder wir erstellen unser eigenes oder bearbeiten schon gegebene. Sagen wir mal Create Pattern und sagen Stopp. So sieht das Ganze aus. Jetzt abspielen. Das war jetzt alles hier im mittleren Bereich. Wir löschen das Ganze mal und sagen und das war jetzt über Stopp. Na? So, über diese Bereiche wirklich die Intensität der Vibration. Hier vibriert es halt sehr stark, hier nur mittel und hier ganz sanft. Und dann kann man sich auch hier austoben, darüber natürlich speichern. Das machen wir jetzt nicht. Genau. Das ist klasse. Mehrfachton. Oh ja, das habe ich sehr oft benutzt. Also, folgendes Problem. Wenn ich jetzt, oder es ist oft der Fall, dass ich Musik über Apple Music höre, die Musik läuft, ich öffne Instagram und scroll durch die ganzen Listen. Aber ab und an passiert es einfach, dass ich ja nicht wirklich scrolle, sondern auf irgendein Video oder ein Reel draufklicke, sodass das Video startet. Und in dem Moment, wo das Video startet, unterbricht natürlich die Musik. Absolut nervig. Deswegen kann man jetzt hingehen und sagen, Apple Music, Instagram, das Ganze passiert natürlich auch auf Twitter und Twitter. So, das sind die Apps jetzt, Mehrfachton, das sind jetzt die Apps, die quasi die Medienwiedergabe bei Apple Music nicht stören. Sehr, sehr gut. Das heißt, da werden dann einfach beide Töne ausgegeben, also die Töne beider Apps. Genau, separater App-Ton, auch ganz klasse. Nehmen wir mal an, ich möchte mir einen Film anschauen und möchte den Ton über meine Bluetooth-Ohrhörer oder kabelgebunden, geht auch kabelgebunden, an mich senden lassen. Aber gleichzeitig möchte ich auch, dass die Kinder im Wohnzimmer ja auch bespaßt werden. Da kann ich jetzt quasi auswählen, App und Audiogerät auswählen. Ja. Das machen wir jetzt nicht. Allerdings kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, all das, was ich von diesem Gerät über YouTube ausgebe, soll auf einen Lautsprecher im Wohnzimmer ausgegeben werden. Und ja, das, was über beispielsweise Amazon Prime oder Netflix, all das, was ich mir anschaue, soll dann über meine Bluetooth-Kopfhörer oder Ohrhörer an mich gesendet werden. Das ist der separate App-Ton. Sehr, sehr nützlich auch. Genau, dann haben wir hier Bluetooth Metronom. Das ist einfach nur, dass, ihr wisst es, wenn man Bluetooth-Kopfhörer hat, dass eine gewisse Latenzzeit vorhanden ist. Das heißt,
gesprochen ist. Man sieht die Lippenbewegung, allerdings dauert das ein bisschen, ja, eine kleine kurze Verzögerung, bis der Ton bei euch ankommt. Und dann ist der Filmgenuss einfach ein bisschen gestört. Und darüber kann man es dann synchronisieren und dann sollte es keine Probleme geben. Die letzten beiden Punkte, Tonqualität und Effekte. Hier, das mag ich wirklich an Samsung-Geräten und ich vermisse es, wenn ich ein, egal welches anderes Android-Gerät oder auch ein iPhone nicht benutze, ich vermisse die Tonqualität und Effekte. Wir haben hier Equalizer vorgegeben, schön und gut. Wir haben hier, wenn wir kabelgebundene Kopfhörer haben, ein UHQ-Upscaler, auch wunderbar. Dolby Atmos hat inzwischen jedes Android-Gerät, das ist schön, aber letzte Option. Hier Adapt Sound. Das liebe ich einfach nur. Denn der Sound wird dann je nachdem, wie euer Hörvermögen ist, angepasst. Das heißt, ihr erstellt euer eigenes Soundprofil und das ist mega klasse. Geht hin und sagt, mein Gehör testen. Das ist die Anleitung, wie das klappt. Allerdings, also es ist einfach nur, dass ihr dann verschiedene Frequenzen auf das rechte und auf das linke Ohr kriegt und dann bestätigen müsst, ob ihr es hört oder nicht, wie bei einem Hörtest. Und je nachdem erstellt das Gerät dann ein für euer Hörvermögen abgestimmtes Profil. Und das ist wunderbar. Wie gesagt, das vermisse ich sehr bei anderen Geräten. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, erweiterte Einstellung. Das ist einfach nur, ja, ich glaube, das findet man auch bei den Bedienungshilfen, Mono Audio, bevorzugte Medien-App, dass man die Musik mit Lautstärketasten steuert, das ist auch cool. Dass man einfach nur, wenn man hochklickt, jetzt in dem Fall, wenn ich nach oben drücke, geht es einen Titel weiter. Oder wenn ich nach unten drücke, das springe ich einen Titel zurück. Warnung über Kopfhörer ausgeben. Ja, das ist ja nichts weiter als, dass wenn, ja, wenn ich einen Anruf kriege, dass der Klingelton angeht oder ein Alarm. Was ist das dann? Pandemie gefahren, okay. Merkel, bitte lass uns mal kurz in Ruhe. Und dann Benachrichtigungen, die sind standardmäßig aktiviert. So, Stereo umkehren, das heißt rechten und linken Kanal tauschen und die Balance einstellen. Mehr ist das nicht. Also auch wirklich zwei, drei sehr, sehr hilfreiche Funktionen in diesem Modul kann ich nur empfehlen. Freunde, wir sind wirklich am Ende dieser Serie angelangt. Das war die letzte Folge. Es hat mir wirklich ziemlich Spaß gemacht. Und falls in Zukunft irgendwelche, ja, ich sag mal, Updates kommen sollten oder neue Module vorgestellt werden sollten, kann ich sie gerne hier vorstellen. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.